Hallo, ich heiße Rieke, ich bin 25 Jahre alt und im letzten Jahr meines Medizinstudiums, als ich vor 7 Jahren angefangen habe zu studieren, habe ich angefangen, immer unregelmäßiger Sport zu machen. Ich habe Wochen, wo ich dann vielleicht 4-mal Sport mache, aber halt dann wieder auch Phasen, wo ich einfach gar nichts mache und eigentlich nur noch ein bisschen Fahrrad fahre zur Uni. Meine Motivation ist daher, wieder in einen gesunden Rhythmus zu kommen und mich halt mit Sport zu fordern, aber auch nicht zu überfordern. Und ich glaube, dass Freeletics da ein gutes Mittel ist, einfach weil es mir die Möglichkeit gibt, sehr flexibel in meinem Alltag zu trainieren. Von daher freue ich mich jetzt auf 12 Wochen Gas geben mit den anderen Teilnehmern. Wir sind in Woche 6. Alles in allem, muss ich sagen, macht es mir wahnsinnig viel Spaß. Und das ist für mich irgendwie die Hauptsache, dass ich eben wieder die Freude am Sport entdecke und halt nicht mehr nur sage, na okay, heute Abend mache ich jetzt mal eine halbe Stunde. Sondern dass ich wirklich halt sage, boah, ich freue mich jetzt am Samstag im Maslow Park mit der Community zu trainieren. Und das, muss ich sagen, hat mir wirklich extrem geholfen. Es macht super viel Spaß. Die Leute sind wahnsinnig nett. Und was auch wahnsinnig ist, ist einfach, dass ich merke, dass sich mein Selbstbewusstsein wirklich verändert hat. Deswegen freue ich mich jetzt auf die letzten 6 Wochen. Also ich bin wirklich motiviert, noch mehr Gas zu geben. Sehr lange Wochen, die aber irgendwie doch völlig im Flug vorbeigegangen sind. Was mir diese 12 Wochen am allermeisten gezeigt haben, ist, dass man es immer schafft, noch 30 Minuten irgendwo für ein Workout einzubauen. Ich muss auch echt sagen, ein großes Klapp, Klapp an meine Samstagsathleten, einfach weil ich finde, dass ich noch nie eine Gruppe hatte, die so unterstützend ist, die so respektvoll miteinander umgeht und wirklich jedem, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, halt wirklich zuschaut, ihn anfeuert und ihm auch, ich sag mal, kleine Verbesserungen gewürdigt werden und man gar nicht jetzt der große Push-Up-King sein muss, um dort irgendwie honoriert zu werden. Und das fand ich total schön. Danke für die schönen 12 Wochen.